Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und im Namen der Hypos Finanzplanung und unserer Partner darf ich Sie sehr herzlich zur heutigen Online-Konferenz begrüßen. Ich hoffe, Sie haben die Sommerferien alle gut überstanden. Der Sommer hat es ja nochmal eine kleine Verlängerung uns hier gegeben und dementsprechend möchte ich Sie heute auf einen aktuellen Stand bringen und das möglichst so kompakt, dass Sie noch die Möglichkeit haben, die ein oder anderen Sonnenstrahlen zu genießen. Von der technischen Seite haben Sie jederzeit die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Nutzen Sie hierzu bitte die entsprechende Funktion. Und sofern es an der konkreten Stelle passt, gehe ich gerne direkt auf die Frage ein. Ansonsten im weiteren Verlauf, weil in den meisten Fällen habe ich dann doch noch einen passenden Chart dabei, um hier auf die Fragen entsprechend einzugehen. Im Nachgang wird es so sein, dass Sie die Unterlagen noch zur Verfügung gestellt bekommen. Das heißt, wir werden eine Videokonserve erstellen, die auch über unseren Verteiler dann dementsprechend hier in Umlauf gebracht wird. Ich würde gerne direkt in das Thema einsteigen mit einem Blick auf den Markt und einem detaillierteren Blick auf die Marktbewegung nach den wichtigsten Vermögensklassen aus der Sicht privater Anleger. Aber bevor wir das tun, schauen wir doch nochmal kurz auf die Volatilitäten, also sprich die auch am Markt eingepreisten Volatilitäten, die wir hier gesehen haben. Und Sie sehen das mal sehr schön dargestellt. Wenn wir uns das Ganze mal entsprechend hier anschauen, sowohl für den deutschen Markt gemessen am VDAX New, respektive am US-Markt, hier der VIX. Und Sie sehen den VDAX New, also für den DAX, da sehen Sie, okay, im Sommer, da war die Volatilität, die ging ordentlich nach unten. Juni, Juli, August, da ging die Volatilität wirklich sehr ruhig. Die ist dann wirklich doch ist stark unter diese Durchschnitte gefallen, weil der Durchschnitt für den VDAX, das ist diese grüne Linie hier oben und da sehen Sie von diesem Durchschnitt bis zu dem Punkt, wo wir wirklich am Tiefpunkt waren hier im Sommer, also da unten, da ist doch eine ordentliche Lücke gewesen. Also im Sommer war es dann doch tendenziell relativ ruhig, was diese Bewegungen betrifft. Und jetzt sehen Sie eben diesen massiven Anstieg und ähnlich natürlich auch das Ganze für die US-amerikanischen Märkte, wenn wir mal den VIX als Indikator hier nehmen und auch da sehen Sie, der Durchschnitt, der ist hier oben in diesem schicken, ja, was ist das, rosa. Und da sehen Sie auch eine ordentliche Differenz zu dem Durchschnitten, was wir jetzt im Sommer gesehen haben. Und ja, seitdem ging das wie eine Kerze nach oben. Also die Sommerpause ist vorbei, so kann man es kurzum kompakt zusammenfassen. Und ich glaube, die meisten Kapitalmarktteilnehmer, die waren doch jetzt auch doch ein bisschen überrascht, was für Bewegungen wir teilweise gesehen haben, respektive auch bei welchen Vermögensklassen diese Bewegungen zu beobachten waren. Und das schauen wir uns mal konkreter an im Zeitablauf. Grundsätzlich natürlich aber der Blick auf das gesamte Kalenderjahr 2016. Wir sehen nach wie vor noch die stärkste Anlageklasse, die hier im Chart enthalten ist, das Gold, was in US-Dollar abgerechnet wird, also ohne irgendwelche zusätzlichen Währungseffekte. Sie sehen es da 24% der Aufschlag seit Jahresbeginn. Man sieht entsprechende Zuflüsse auch in die börsengehandelten Vehikel, die hier zum Beispiel physisches Gold auch investieren. Die Goldminen teilweise mit einer spektakulären Bewegung, 100, 120% an Kursgewinn von den Tiefskursen, das keine Seltenheit mehr, also noch eine starke Bewegung. Auf der anderen Seite sieht man aber auch, wie stark eine Vermögensklasse kämpfen muss, wenn sie vorher 50 oder 60% verloren hat. Das ist ja die klassische In- und Auf-100-Rechnung. Wenn Sie vorher 50% verloren haben, dann brauchen Sie eben 100% positive Wertentwicklung, nur damit Sie mal wieder bei Ihrem Ausgangswert sind. Deswegen sagt man ja auch, dass sehr, sehr starke Schwankungen den Zinseszinseffekt töten. Also das ist, wie gesagt, ein großes Thema. Ansonsten auch hier in grün dargestellt die Aktien aus den Emerging Markets, also den aufstrebenden Schwellenländern, Aufschlag von rund 14%. Also auch eine ordentliche Bewegung und auch nur knapp dahinter die Anleihen aus Schwellenländern. Da sieht man schon, dass der globale Anlagenotstand, dass der doch dazu führt, dass auch wieder sehr viel Geld in die Schwellenländer hineingeflossen ist. Das lässt sich zum einen daran erkennen, dass die Renditen gefallen sind für die Staatsanleihen der aufstrebenden Schwellenländer. Da ging es teilweise ordentlich nach unten. Man sieht auch, dass die Nachfrage nach Indexfonds hier massiv angestiegen ist, also dass neue Anteile ausgegeben werden, um die steigende Nachfrage der Investoren hier zu befriedigen. Und die Diskussion, die momentan geführt wird, ob das Ganze nachhaltig ist oder ob diese massive Kursbewegung bei den Schwellenländeranleihen einfach nur dem globalen Anlagenotstand geschuldet ist. Beim Thema Anlagenotstand
haben wir in der vergangenen Woche gesehen, dass sich erstmals Unternehmen mit einer negativen Rendite verschuldet haben. Konkret war das Sanofi und zum anderen Henkel. Hier wurden verschiedene Papiere ausgegeben und für gewisse Laufzeiten gab es eben eine Rendite von minus 0,05%. Das war ein ordentlicher Aufschlag gegenüber einer deutschen Bundesanleihe, aber man sieht dennoch, dass aufgrund dieses extrem niedrigen Zinsniveaus, auf das Kreditrisikoaufschläge erfolgen, die Unternehmen mit Top-Bonität hier wirklich zu sehr, sehr attraktiven Bewertungen letztendlich sich refinanzieren können. Und schauen wir mal, was die Unternehmen mit diesem Geld machen. Man bleibt doch eher optimistisch, dass sie nicht nur eigene Aktien zurückkaufen wie in den USA, sondern auch wirklich mal investieren. Also, das ist ein großes Thema. Ansonsten auch die Rohstoffe, Sie sehen es, knapp 7% hier im Plus in der Jahresentwicklung. Und auch ein interessantes Thema, auch wenn das viele Privatanleger wenig betrifft hier, Unternehmensanleihen aus Europa, vernünftiger Bonität, 3,67%. Das finde ich aus dem Aspekt spannend, dass wenn Sie sich am Jahresanfang mal die Einkaufsrenditen angeschaut haben für diesen Sektor, dann hat man erwartet, dass man sagt, okay, vielleicht können wir eine Rendite von 1,3, 1,4% verdienen, auf Sicht von 12 Monaten, also per Jahresultimo 2016. Und jetzt sehen Sie, okay, es sind gerade mal 8,5 Monate rum und wir stehen schon bei 3,67. Also hier sieht man doch auch das Ankaufprogramm der Europäischen Zentralbank. Das hat doch hier für eine zusätzliche Nachfrage gesorgt. Das hat die Kursbewegung und den Anlagenotstand verstärkt und dementsprechend eine Rendite schon in diesem Jahr, die oberhalb der ursprünglichen Einkaufsrendite lag. Was sagt uns das für die Zukunft? Das sagt uns relativ einfach, dass natürlich zukünftige Zinserträge, die typischerweise über die Zinscoupons jährlich oder halbjährlich dem Anleihegläubiger zufließen, dass die bereits heute im Kurs schon drin sind. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, dass bei Anleihen haben wir andere Mechanismen als bei Aktien und das sollten wir immer im Hinterkopf behalten, wenn wir Wertentwicklungen betrachten, weil bei Anleihen wird der Anleger tendenziell immer die Rendite verdienen, die er bei Einkauf des Papieres momentan auf dem Bildschirm sieht, sofern er die Anleihe bis zur Fälligkeit hält. Und das ist ja doch bei vielen Investoren durchaus der Fall. Man kauft eine Anleihe mit einer gewissen Rendite und man hält die Anleihe bis zur Fälligkeit, dann wird das Geld zurückbezahlt und die zwischenzeitlichen Schwankungen, die sind für viele Investoren, gerade den Investoren, die am Anleihemarkt maßgeblich sind, wie Versicherungen, Pensionskassen und natürlich auch zunehmend den Notenbanken, da ist das die zwischenzeitliche Schwankung relativ egal. Die schwächste Anlageklasse hier im Ablauf, das Aktien Europa, klar, in dort haben wir die größten Probleme, auch die größten Diskussionen, aber auch hier sehen wir, dass wenn Sie mal die interjährlichen Bewegungen anschauen, da waren wir schon bedeutend stärker im Minus. Also ich glaube, minus 15-16% hatten wir schon. Jetzt sind wir nur noch bei minus 4,5. Also wer da mutig war und zugegriffen hat, der sitzt auf einem ganz ordentlichen Kursgewinn. Und ich glaube, das ist auch ein wesentliches Thema für die Anlagestrategien in diesen Zeiten, dass man sich klar machen muss, dass fallende Kursbewegungen durchaus sinnvoll genutzt werden können, um zum Beispiel ein Rebalancing durchzuführen. Also sprich, mal Vermögensklassen, die sehr gut gelaufen sind, abzustoßen und Vermögensklassen, die schlechter gelaufen sind, zu günstigeren Kursen eben nachzuerwerben. Am besten kann man dies automatisch tun, ohne dass die Emotionen hier reinspielen. Und ich glaube, das wird auch in diesem Kalenderjahr wieder ein wesentlicher Erfolgstreiber sein. Wichtig natürlich hier, dass die Transaktionskosten überschaubar sind oder dass im Optimalfall gar keine Transaktionskosten anfallen. Aber das lässt sich ja über die entsprechenden Modelle auch hier passend umsetzen. Also wie gesagt, das zum Blick auf den Markt, was die großen Vermögensklassen insgesamt betrifft. Und wir schauen aber ein bisschen tiefer rein, vor allem auch auf den Aktienmarkt. Und was Sie hier sehen, ist eine Übersicht von Robeco, also einer Fondsgesellschaft. Und die Darstellung zeigt Ihnen vor allem mal, wie sich unterschiedliche Sektoren verhalten. Also sprich, wenn man Unternehmen also nicht eingliedert nach ihrem Herkunftsland oder nach dem Sektor, in dem sie tätig sind, sondern wenn man sagt, okay, wir schauen uns mal zum Beispiel Aktien an, die günstiger bewertet sind als der Gesamtmarkt. Das typischerweise wird unter dem Aspekt Value zusammengefasst. Oder wenn Sie Unternehmen haben, die eine geringere Marktkapitalisierung haben. Also wenn Sie eher auf Aktien schauen aus dem SDAX anstatt aus dem DAX, das sind dann eben dann sogenannte Small Caps und dann hier der MSCI World, ja der globale breite Aktienmarkt mit rund 1600 Titeln. Und wenn wir uns das mal anschauen,
im Zeitablauf, dann zeigen Ihnen diese schwarzen Balken, die zeigen die Entwicklung seit Jahresbeginn, also seit dem 1.1. diesen Jahres. Und diese blauen Balken, die zeigen die reine Monatsentwicklung im August. Und was Sie sehr schön beobachten können, meines Erachtens, dass das Segment im Aktienbereich, die in diesem Anlagenotstand sehr stark gesucht sind, also Unternehmen mit einer überdurchschnittlich hohen Dividendenrendite, da sehen Sie, okay, seit Jahresbeginn schöne Entwicklung, plus 6%, bedeutend stärker als der Gesamtmarkt, weil der Gesamtmarkt, Sie sehen es hier, der hat nur rund ein bisschen mehr als 4% Rendite gemacht, also da gibt es eine ordentliche Lücke, also man hat Dividendentitel stärker gesucht als den breiten Aktienmarkt. Und wenn wir uns das nun mal anschauen hier, jetzt im August, wo ja auch so ein bisschen Verunsicherung um das Thema Zinsen reinkommt, also ein Kernthema, das wir gleich noch behandeln, dann sehen Sie auf einmal, okay, Dividendentitel haben stärker verloren als eben der globale Markt, also der breitere Markt. Also ich will Ihnen damit einfach mal zeigen, dass der Aktienmarkt aus mehr besteht als eben nur Ländern und aus Sektoren, sondern dass man Aktien nach verschiedene Bewertungsfaktoren und Perspektiven zusammenfassen kann. Und da sehen Sie auch schon, dass da wohl so ein bisschen Favoritenwechsel stattgefunden hat hier in jüngster Zeit. Das erklären wir später noch. Das Gleiche sehen wir auch bei Titeln, die sehr beliebt sind. Man sieht das momentan auch im Marketing der Fondsgesellschaft, dieses Thema Minimum Volatilität, so der Fachausdruck. Also man sucht Unternehmen, die geringer schwanken als der Gesamtmarkt. Und in den letzten Jahren hat man gesehen, dass diese Titel, obwohl sie geringer schwanken, eine höhere Gesamtrendite erzielt haben. Also man sieht das über sehr, sehr viele Jahre. Da gibt es auch doch viele akademische Erklärungsansätze und verhaltenstheoretische Erklärungsansätze zu diesem Thema. Andere sagen, na, diese Prämie war halt beliebt und diese Prämie und dementsprechend auch dieser Aktienkorb, in dem solche Aktien zusammengefügt sind, der ist einfach nur teurer geworden. Und wer die jetzt kauft, der wettet einfach darauf, dass diese sogenannte Prämie, diese Minimum-Schwankungsprämie einfach noch teurer wird. Und wir sehen es jetzt hier sehr schön, eine tolle Wertentwicklung seit Jahresanfang, also ein bisschen mehr als 10%, also bei weitem besser als der breite Aktienmarkt wieder, ne? Da sind wir bei irgendwo 4, 4,5 gewesen. Aber wir sehen es auch wieder im August, okay, da hat es ganz schön gescheppert bei diesen Titeln. Und die Gründe liegen wohl darin, dass sich der ein oder andere Gedanken gemacht hat über das Thema steigende Zinsen. Und wenn die Zinsen steigen, dann ist natürlich alles besonders stark betroffen, was vorher besonders begünstigt war. Und begünstigt waren besonders seit der Finanzkrise eben Aktien mit einer geringeren Schwankungsbreite als der Markt, weil wenn die Investoren Aktien gekauft haben, dann haben sie defensive Aktien gesucht. Gleiches gilt natürlich für das Thema Dividenden. Die Anleger haben gesagt, okay, Aktienmarkt schwierig, zyklische Geschäftsmodelle, da bin ich unsicher, aber Werte mit einer überdurchschnittlichen Dividendenrendite, das ist doch genau die passende Anlage im aktuellen Zinsumfeld. Also eine überdurchschnittliche vergangene Rendite in den letzten Jahren, aber man sieht auch hier, there's no free lunch, das Ganze kann auch mal durchaus schlechter laufen als der Gesamtmarkt. Und die Frage ist nun, ist das wirklich ein nachhaltiger Punkt, dass es sich dreht? Also da muss man wirklich ein bisschen tiefer reinschauen, als einfach nur auf die Indexzahlen von DAX oder S&P 500 draufzuschauen. Ich habe Ihnen das nochmal für die längerfristige Perspektive mitgebracht, mal für 5 Jahre. Also nehmen Sie mal dieses sehr beliebte Thema geringere Volatilität, also geringere Schwankungsbreite als der Markt, aber trotzdem eine höhere Rendite. Und da sehen Sie, hey, auf 5 Jahre jährliche Rendite 11,1%. Das war doch ja durchaus attraktiv. Was ist nicht so gut gelaufen? Ja, Value ist nicht so gut gelaufen. Und Value sind tendenziell unterbewertete Titel, also Substanztitel oder auch Titel, die zyklische Geschäftsmodelle verfolgen. Also tendenziell Unternehmen, bei denen man sagen würde, substanzwertorientiert, sind die eben günstig oder günstig nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das kommt auf die Definition drauf an. Aber Sie sehen schon, auch obwohl wir hier immer über den globalen Aktienmarkt sprechen, wenn wir das mal nach verschiedenen Faktoren betrachten, die typischerweise auch über Indexfonds, Vermögensklassenfonds und auch aktive Investmentfonds zugänglich sind, dann sehen Sie schon eine sehr, sehr heterogene Wertentwicklung und das sollten wir uns klar machen, besonders wenn wir uns vielleicht auch Gedanken darüber machen, dass sich das Umfeld am Kapitalmarkt in absehbarer Zeit durchaus mal wandeln könnte im Vergleich zu den letzten Jahren. Also, wir behalten das im Hinterkopf. Blick auf die Konjunktur, das will ich gar nicht auswalzen. Ich habe Ihnen hier mal die OECD-Frühindikatoren mitgebracht für verschiedene Regionen. Das immer mit einem kleinen Zeitverzug hier. Und Sie sehen das hier oben im langfristigen Vergleich, also über einige Jahre.
Und da sehen wir auch, okay, das ist nicht wirklich Fisch, nicht Fleisch, was wir hier momentan sehen bei den Bewertungen. Unten sehen Sie es nochmal ein bisschen konkreter, eben die Veränderung für die letzten Monate, jeweils in der monatlichen Veränderung. Da sieht man schon auch, ah, okay, von der Tendenz her, seit März, da sieht man eigentlich, dass China sich recht gut schlägt. Und wenn man das mal nun abgleicht mit einem Index, der sich anschaut, inwieweit die echten volkswirtschaftlichen Daten, also die Konjunkturdaten, die gemessen werden, abweichen von dem, was man vorher erwartet hat, also so einen kleinen Realitätstest. Und dann sieht man im Endeffekt auch hier, okay, für China wiederum, ja, das ist ganz vernünftig reingekommen, vor allem auch wenn man mal das Niveau ranschaut. Viele Daten für China, die kamen bedeutend schlechter herein, als man das erwartet hat. Man sieht mittlerweile hier einen stabilen Aufwärtstrend. Also China hat auch dann da in der Erwartungsthematik dann positiv überrascht. In den anderen Regionen, Sie sehen es hier, Schwellen in der USA und auch die Eurozone, da sehen wir leider eher eine entgegengesetzte Richtung. Da geht es tendenziell eben nach unten. Insgesamt Konjunktur natürlich immer schwer zu fassen. Wir tun uns leichter damit, den aktuellen Status quo zu beschreiben, als eine sinnvolle Erwartung abzugeben. Aber wenn man das momentan mo mal zusammennimmt, die Frühindikatoren der OECD und jetzt die realen Daten, die abgeglichen worden sind mit den Erwartungen, dann kann man zumindest zu dem Schluss kommen, dass das Bild für die USA uneinheitlich ist, dass für die Eurozone, ja, wir zwischenzeitlich eine sehr positive Erwartung hatten. Vieles wurde nicht im Endeffekt erreicht, aber ich glaube, in der Meinung hat das doch positiv überrascht. Nicht auf Basis dieser Grafik, aber aufgrund der Erwartungshaltung der Investoren hat die Eurozone nicht so schlecht abgeschnitten in manchen Bereichen, wie man es erwartet hat. Aber Sie sehen schon hier, China momentan, da sehen die Balken tendenziell eher positiver aus. Deswegen auch hier unten nochmal die Monatsentwicklung, wenn Sie da mal draufstehen, August, September. Da die Tendenz doch mal in die richtige Richtung. Also das zum Thema Konjunktur und das will ich, wie gesagt, gar nicht so weit vertiefen, weil ich glaube, das ist momentan nicht der wesentliche Treiber, der die Kapitalmärkte hier bewegt. Worüber aktuell wenig geredet wird, das möchte ich Ihnen mal in Erinnerung rufen und das sind die sogenannten Tage-2-Salben. Sie wissen, diese Salben, das sind Indikatoren für Ungleichgewichte im Euro. Zahlungsverkehrssystem, das war mal ein großes Thema. Professor Sinn damals ein Buch geschrieben. Man hat damals ausgerechnet, wie hoch die Forderungen Deutschlands gegenüber der europäischen Peripherie sind, dass diese Forderungen wohl uneinbringlich verloren wären, wenn es zu einem ungeordneten Auseinanderbrechen des Euros kommen würde. Und in der Folge sind dann auch diese sogenannten Tage-2-Salden wieder ein bisschen zusammengelaufen. Aber wenn man sich das Ganze jetzt betrachtet, auch vor dem Hintergrund ja auch Bankenkrise in Italien, respektive auch das Referendum natürlich zur Verfassung in Italien im Herbst, dann muss man momentan insgesamt wieder sagen, dass diese Tage-2-Salden sich wieder ausweiten. Also Sie sehen es hier, für die Peripherie werden die negativer, also die Verbindlichkeiten werden größer, dementsprechend auch vereinfacht dargestellt die Forderungen Deutschlands werden hier auch größer, weil am Ende des Tages muss das Ganze ja ausgeglichen sein. Viele sagen ja auch ketzerisch, dass der Exporterfolge Deutschlands innerhalb der Eurozone damit erkauft werden, dass wir Lieferantenkredite geben und dass sich diese Lieferantenkredite in diesen Tage-2-Salden hier entsprechend ausdrücken. Und es ist ja doch ganz amüsant, wenn wir überall darüber sprechen, dass die offizielle Verschuldung Deutschlands nicht steigt, dass die schwarze Null im Haushalt stehen muss, aber auf der anderen Seite der Haftungspegel Deutschlands aus irgendwelchen Garantien für irgendwelche supranationalen Rettungssysteme und sonstigen Bilanzkonstruktionen, die werden dort nirgends erfasst. Also sowas wie Tage-2-Salden wird dort auch nicht erfasst. Also dementsprechend, wenn man das Ganze mal aus einer kompletten Perspektive betrachtet, muss man schon sagen, dass natürlich Deutschland immer noch hier extrem stark leiden würde, wenn wir hier im Euroraum wirklich eine strukturelle Krise bekommen würden, die vielleicht auch von der politischen Seite aus diversen Gründen, seien es nachhaltige wirtschaftliche Probleme im Sinne von Arbeitslosigkeit in der Peripherie, seien es politische Probleme, was den Umgang mit der Flüchtlingskrise betrifft und auch die Verteilung der unterschiedlichen Lasten. Also das wird nochmal ein spannendes Thema sein und da müssen wir uns auch ja offen eingestehen, dass die strukturellen Probleme, die wir im Jahr 2011
ja massiv vor Augen geführt haben, dass die alle nicht erledigt sind, sondern dass jetzt aufgrund der Flüchtlingsthematik noch weitere Problemfelder dazukommen, die nicht mehr nur rein finanzieller Natur sind, sondern eben darüber hinaus noch andere Aspekte auf verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen berühren. Aber momentan lesen Sie zu diesem Tage-2-Thema überhaupt nicht. Ich habe es Ihnen mal mitgebracht, weil wir uns sowas natürlich auch laufend anschauen. Das Kernthema soll heute aber unter dem Aspekt Zins und Inflation zusammengefasst sein. Game Changer oder Sturm im Wasserglas. Da schließt sich dann auch wieder der Kreis zu diesem kleinen Thema Sektor, Rotation oder Verschiebung der favorisierten Aktien, Klassen, die ich Ihnen eben gezeigt habe. Und warum die Zinsen wichtig sind, das sehen Sie mal hier. Das ist das sogenannte Schiller-KGV. Hier nimmt man das Kurs-Gewinn-Verhältnis, indem man sich die Unternehmensgewinne der letzten 10 Jahre betrachtet, bereinigt diese um die Inflation und setzt diese ins Verhältnis zu den aktuellen Börsenkursen. Also das jetzt für den US-amerikanischen Leitindex. Und Sie sehen ein Verhältnis von 27,3 und das ja für sich genommen relativ hoch im ja, historischen Kontext. Der historische Durchschnitt seit 1950, der liegt nämlich bei 19,7. Ja, da sind wir eben eine Standardabweichung über eben diesem Durchschnittswert, wie Sie hier sehen. Und man begründet das damit, dass man sagt, ja, höhere Bewertungen sind gerechtfertigt, weil die Zinsen sind ja auch viel niedriger. Das müssen wir natürlich auch sagen. Ja. In den 80er, 90ern hatten sie teilweise zweistellige Renditen für eine 10-jährige Staatsanleihe. Das heißt, damit sie am Aktienmarkt investieren durften, haben sie die sichere Verzinsung von 7, 8, 9, 10% aufgegeben. Also sie haben relativ hohes Eintrittsgeld bezahlt, weil sie können ja entweder Aktien oder Anleihen kaufen, aber sie können den Euro ja nicht zweimal investieren. Also es war eine Abwägungsgeschichte. Heute die Rendite 10-jähriger US-Papiere bei 1,7%. Für deutsche Staatsanleihen sind wir plus minus 0%. Also das Eintrittsgeld im Aktienmarkt ist niedriger. Aber das bedeutet natürlich auch, sind die hohen Bewertungen nur aufgrund der niedrigen Zinsen zu rechtfertigen? Und wenn das der Fall sein sollte, dann wäre natürlich die Problematik groß, wenn die nominellen Zinsen doch wirklich steigen sollten. Und dementsprechend, was wir momentan sehen, dass der disinflationäre Druck, der die auch über die Rohstoffpreise, Inflationsrate nach unten geschoben hat, dass der so ein bisschen nachlässt. Und das sehen Sie hier in diesem obersten Chart. Da sehen Sie mal die Entwicklung von verschiedenen Rohstoffgruppen seit dem Jahr 2001, glaube ich, also die letzten 15 Jahre. Und besser noch können Sie das im Endeffekt mal sehen, der Monatsveränderung oder der Veränderung auf ein Jahr. Da sehen Sie ja wirklich, okay, jetzt mal diese Balken, gerade natürlich der Energiesektor, da geht es ja überall, ging es im Endeffekt nur nach unten und dementsprechend, wenn natürlich Öl und Energierohstoffe günstiger werden, dann hat das natürlich Einfluss auf die Inflationsrate und auf die Inflationserwartungen. Und wenn die Rohstoffpreise dementsprechend sich stabilisieren, respektive steigen, dann sehen wir einen umgekehrten Effekt und der drückt sich auch momentan schon aus in den Inflationserwartungen. Die habe ich Ihnen hier mal mitgebracht. Da sehen Sie die im oberen Chart, das ist hier, da sehen Sie die Inflationserwartungen, die man in 2 Jahren für 2 Jahre erwartet. Und da sehen Sie, okay, nehmen wir jetzt mal hier die Eurozone, da sehen Sie, okay, das scheint sich stabilisiert zu haben. Für Großbritannien geht sogar ein bisschen wieder nach oben. Ähnliches gilt für die USA, da haben wir den Tiefpunkt schon hinter uns. Und das gilt auch für die 5-jährige Perspektive. Also Inflationserwartung für 5 Jahre in 5 Jahren. Und da sehen Sie auch, ah, okay, wir scheinen einen Boden gefunden zu haben und die Kurven drehen ein bisschen nach oben. Und das, wie gesagt, ein großes Thema, wenn man unterstellt, dass viele Kapitalmarktteilnehmer über die Preise, die momentan am Markt gehandelt werden, also extrem niedrige Zinsen, die drücken am Ende nichts anderes aus, als dass man sagt, wir werden dauerhaft niedriges Wachstum haben, wir werden dauerhaft niedrige Inflation haben und deswegen bleiben auch die nominellen Zinsen dauerhaft niedrig. Und wenn nun hier ein Fragezeichen größer wird, dann haben wir bei ja, gestretchten Bewertungen natürlich ruckzuck ein bisschen eine, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen Panik, aber Verunsicherung. Und diese Verunsicherung drückt sich darin aus, dass Anleihen verkauft werden. Das heißt, die Kurse fallen, die Renditen steigen und dementsprechend auch, dass es zu einem Favoritenwechsel am Aktienmarkt kommt. Also dass besonders Aktiengruppen, die in der Vergangenheit von niedrigen Zinsen und niedriger Inflation profitiert haben, dass die jetzt ein bisschen unattraktiver gesehen werden, weil sie vielleicht auch teuer geworden sind und andere
Gruppen von Aktien jetzt stärker gesucht werden. Das war das, was wir am Anfang gesehen haben mit diesem Bild der verschiedenen Aktiengruppen. Also da das Thema Inflationserwartung, ganz wesentliches Thema auch hier. Auch das habe ich Ihnen nochmal mitgebracht für die 20-jährige Perspektive. Sie sehen hier in diesem Türkisblau, sehen Sie die Entwicklung des S&P 500, also des US-amerikanischen Aktienmarktes, auf Sicht der letzten 20 Jahre. Da sehen Sie erst, okay, da ging es toll hoch, dann ist im Endeffekt die Internetblase geplatzt, dann ging es extrem schmerzhaft nach unten. Damals hat man die Zinsen auf 1% gesenkt, Steuererleichterung natürlich auch. Dann ging das hoch bis zur Finanzkrise, dann hat es wieder massiv gescheppert und seitdem geht es hier wieder so extrem stark nach oben für die Aktien. So, und gleichzeitig sehen wir, dass die Renditen der US-Staatsanleihen, die vor 20 Jahren noch bei heute unglaublichen 7% pro Jahr standen, da sehen Sie, dass die Renditen auch wieder ein bisschen nach oben gehen. Und das durchaus ein Thema. Sie sehen, ich habe jetzt ein bisschen viel drin rumgemalt, aber Sie sehen eben auch mal diese Entkopplung. In der Vergangenheit war es so, dass tendenziell die Renditen die Kurse bei den Anleihen und die Kurse bei den Aktien sich unterschiedlich verhalten haben. Also ich hatte einen großen Risikostreuungseffekt. Momentan sehen wir, hey, Aktien sind gestiegen, gleichzeitig steigen die Kurse von Anleihen, ausgedrückt durch die niedrigeren Renditen. Also es läuft ein bisschen beides in die gleiche Richtung. Grund wahrscheinlich, wenn man hier mal was reinmalen müsste, wahrscheinlich die Interventionsprogramme und der Anlagenotstand, der hier auch durch die Notenbanken forciert worden ist. Also wichtiges Thema, weil das heißt, dass Sie momentan mit der gleichen Zusammensetzung von Aktien und Staatsanleihen im Portfolio eine geringere Risikostreuung haben als noch vor 5 Jahren. Also wenn Sie nichts im Portfolio geändert haben, haben Sie weniger Risikostreuung. Und auch hier mal ein aktuelles Beispiel, jetzt auch mal für den deutschen Markt. Da sehen schon, das ist jetzt wirklich hier aus den letzten Tagen. Hier oben sehen wir letztendlich mal die Rendite der deutschen Bundesanleihe, 10 Jahre. Und da sehen Sie, ups, da ging es ein ordentliches Stückchen nach oben für den Anleihemarkt. Also das ist durchaus mal eine gewisse Bewegung. Gleichzeitig sehen wir, dass es beim Aktienmarkt, beim DAX, hier unten diese dunkelblaue Linie, da geht es eben entsprechend auch unten. Das heißt, Sie haben zwei Vermögensklassen, die deutsche Staatsanleihe und den deutschen Aktienmarkt, symbolisiert durch den DAX. Sie glauben, Sie haben eine Risikostreuung, was zwar richtig ist, weil Sie haben zwei Vermögensklassen, de facto laufen die beiden aber in eine gewisse Richtung. Und wenn man nun mal unterstellt, dass wir vielleicht wirklich mal noch eine größere Zinsangst am Markt bekommen, dass man sieht, oh, die Inflationsrate scheint sich zu stabilisieren, vielleicht sogar nach oben zu gehen, vielleicht bekommen wir auch noch ein bisschen Konjunkturprogramme, weil man sagt, okay, die Notenbank hat ihr Pulver verschossen, die kann nicht mehr stimulieren und der Markt nimmt ja auch schon eine Gleichbehaltung der offiziellen Kaufprogramme für als Abschreckung, wie man gesehen hat nach der jüngsten EZB-Sitzung, dann können sich auch solche Preise mal schnell dahingehend unter Druck zeigen. Also wichtiges Thema im Gesamtportfolio-Kontext, Risikostreuung, Aktien, Anleihen. Man kann momentan durchaus etwas skeptischer sein als in der Vergangenheit. Aber auch das muss man sagen, momentan kommen unter einer Umfrage unter globalen Fondsmanagern rund 54% der befragten Manager, und die bewegen einen Haufen Geld, kann ich Ihnen sagen, kommen zu der Meinung, dass sowohl Aktien als auch Anleihen überbewertet sind. Das war zum Beispiel im Rahmen der Finanzkrise 2008, 2009 war das noch ganz anderes, insgesamt ein ganz vernünftiges Niveau, aber momentan leicht über 50% sagen, sowohl Aktien, sowohl Anleihen sind überbewertet. Ob das daher resultiert, dass die Indizes auf fast Höchststanden sind in manchen Aktienindizes, ob es davon abhängt, dass die Renditen momentan sehr niedrig sind, ob man auch feststellt, dass der Gleichlauf von Aktien und Anleihen vielleicht nachteilig sein könnte im Portfolio-Kontext. Ich kann es Ihnen nicht sagen, aber was ich Ihnen eben skizziert habe, das sehen nicht nur wir, da sind viele dieser Meinung. Und die Kernfrage ist jetzt schon, ist es schon eingepreist? Oder ist es noch nicht eingepreist? Meine persönliche Meinung ist, es ist noch nicht eingepreist. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir Phasen sehen, wo erstmal Aktien und Anleihen undifferenziert gemeinsam fallen. Und dann, wenn der Staub sich gelegt hat, dann wird man wieder etwas dezidierter hinschauen, wird wieder über einzelne Wertpapiere, über einzelne Sektoren nachdenken. Und umso wichtiger ist es eben, dass Sie Ihre Diversifikation in Grad ihrer Risikostreuung im Portfolio erhöhen. Und ich weiß, die Herausforderung ist häufig, dass man denkt, wenn man verschiedene Vermögensklassen im Portfolio hat, dass man dann sagt, ah, ich kann nicht mehr alles so gut kontrollieren oder ich habe ein bisschen Verständnisverlust.
Aber da sehen wir eben den Widerspruch zu dem sachlichen Komponente, eben den Grad der Risikostreuung. Und klar, wenn Sie nur eine Aktien haben oder Sie haben nur deutsche Aktien, dann haben Sie zwar das Gefühl, dass Sie über Siemens und Bayer und BASF toll informiert sind, aber der Grad der Risikostreuung, der ist natürlich extrem niedrig. Haben Sie da noch eine Immobilie in Deutschland, dann sagen Sie auch, hey, toll, ich kann die kontrollieren, ich kenne die Mieter persönlich, aber liegt auch in Deutschland. Ja, gut, der Risikostreuungsgrad wird ein bisschen erhöht. Also wir bewegen uns hier mal in die richtige Richtung. Kontrollverlust ist immer noch angenehm, aber am Ende bewegen sie nicht so viel, sondern als Anleger muss man schauen, hier oben will ich eigentlich hin. Ich muss dahin, dass ich den Grad meiner Risikostreuung wirklich merklich nach oben schiebe. Und das ist natürlich besonders wichtig vor dem Hintergrund, dass vielleicht mal so ein sogenannter Game Changer vor der Tür steht. Und wenn es nur temporär ist, weil dann viele Vermögensklassen, die von sehr niedrigen nominellen Zinsen profitiert haben, das ist natürlich Gold, weil es keinen Zins und Dividende in sich trägt. Das trifft natürlich besonders die sehr defensiven Aktien, wie ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Das betrifft die Aktien, die sehr stark auf Dividende abstellen. Auch das haben wir vorhin gesehen. Aber das trifft natürlich auch eine klassische Staatsanleihe. Das heißt, Sie haben unterschiedliche Vermögensklassen im Portfolio, aber die werden alle gleichzeitig getroffen. Jetzt sagen Sie, okay, ich habe ja nicht nur Aktien und Wertpapiere, ich habe ja auch noch eine Immobilie. Aber wenn wir uns die Einkaufspreise bei Immobilien momentan anschauen, bei vermieteten Immobilien, wo momentan 10-jährige Baufinanzierungskonditionen zu 0,9% darstellbar sind, die Sie dann noch bei vermieteten Immobilien steuerlich geltend machen können, dann haben Sie momentan vielleicht Nachsteuerrefinanzierungszinsen von 0,5%. Dementsprechend werden auch Immobilien momentan zu Preisen gekauft, bei denen durchaus die Erwartung dauerhaft niedriger Zinsen eingepreist ist. Und wenn diese Erwartung momentan durch unterschiedliche Faktoren stärker in Bredouille bekommt, dass das mehr Marktteilnehmer hinterfragen, dann sollte daraus Auswirkungen auf die Immobilienpreise hier letztendlich haben. Also, das meines Erachtens ist ein großes Thema und deswegen bleibe ich bei dem alten Credo. Wer sich nicht bewegt, der trägt heute viel mehr Risiko als vor einigen Jahren. Also früher hat man sich mit Kapitalanlagen beschäftigt, um vielleicht mehr Rendite rauszuquetschen. Heute mag das Thema Rendite auch natürlich noch ein wichtiger Aspekt sein, aber vor allem die Risikostreuung, das spielt eine ganz, ganz große Rolle und dementsprechend sollte man sich engagieren. Allein dieses Thema Liquiditätsrücklage, Cashrücklage ist heute ein Thema, was man sich anschauen sollte, weil wir haben immer die Thematik, egal bei welcher Bank Sie sich engagieren, über welchen Einlagensicherungsfonds Sie dann hier abgesichert sind. Am Ende des Tages sind natürlich alle Banken von dem aktuellen Zinsniveau betroffen. Wir haben eher systemische Risiken, also Risiken, die nicht ein einzelnes Institut treffen, sondern alle gleichzeitig treffen würden. Gleiches gilt für die Versicherungsbranche, wo Sie ja sehen, egal ob das eine Pensionskasse ist, die Probleme mit niedrigen Zinsen hat, ob das ein freiberufliches Versorgungswerk ist, die noch Anpassungen vor sich haben werden, was die Renten betrifft. Das wird noch sehr unangenehm für die versicherten Steuerberater, Ärzte, Rechtsanwälte und alle im Versorgungswerk. Oder ob das hier natürlich Verträge sind, bei denen man in der Vergangenheit dachte, ha, okay, Garantiezins das eine, aber Überschussbeteiligung wird schon ganz ordentlich sein. Also Sie sehen schon, auch da sind sie auch in verschiedenen Systemen der Altersvorsorge, aber alle sind gleichmäßig von dem Zins betroffen. Also muss ich mich heute unterschiedlich positionieren, um auf einen sinnvollen Risikomix und Rendite Faktor zu kommen. Deswegen überall Probleme. Ich habe Ihnen mal ein Praxisbeispiel mitgebracht. Das ist Beispiel eines führenden Anbieters für fondsgebundene Riester-Sparpläne. Und da sehen Sie mal eben die Thematik und Riester-Renten im Fondsbereich bestanden häufig daraus, dass man einen Rentenfonds hatte, der sollte die Garantie darstellen und dann hat er nun einen Aktienfonds, der war für die Rendite zuständig und in Abhängigkeit der Laufzeit und des Zinsniveaus haben sie eben eine unterschiedliche Mischung von Renten zu Aktienfonds gehabt. Dann sind die Renditen sehr stark nach unten gekommen und dann haben wir gesagt, okay, die Renditen im Anleihebereich sind so niedrig, dass wir uns kaum noch Aktienquote leisten können. Also brauchen wir jetzt einen Aktienfonds, der das Risiko aktiv steuert. Also einen Aktienfonds, der starke Verluste nach unten minimiert, weil wenn er weniger Risiko nach unten hat, dann können wir weniger Rentenfonds einsetzen, so können sondern mehr Aktienfondsquote haben. Und ich habe Ihnen das mal mitgebracht, das ist wie gesagt ein echtes Beispiel eines der führenden Anbieter. Und die haben das getan im August 2015 und da sehen Sie hier, in Blau sehen Sie den klassischen Aktienfonds, das ist ein globaler Aktienfonds, die machen das auch handwerklich sehr sauber. Und hier sehen Sie in Orange den Aktienfonds mit Risikostreuung, also hier in Orange. Und Sie sehen, als es runterging, okay, gehen beide parallel nach unten mit, dann begrenzt typischerweise der Aktienfonds mit Risikostreuung begrenzt sein Marktrisiko.
Muss er ja auch, weil er muss hier die Garantie abbilden zur Fälligkeit in den individuellen Verträgen. Und da sehen Sie, er partizipiert eben weniger an der Aufwärtsbewegung, er ist eben abgeschnitten und wir haben hier eine Lücke zwischen der ungesicherten Variante und der gesicherten Variante. Und das sehen Sie auch im Zeitablauf an vielen Stellen. Am Ende des Tages mit den Schlussdaten der Fonds von gestern sehen Sie, okay, ja, der klassische Aktienfonds hat in dieser sehr schwierigen Phase für den Aktienmarkt 5% Minus gemacht. Aber die gesicherte Variante hat ein Minus von knapp 10% gemacht. Und das ist ein Aspekt, den Sie momentan in vielen Sachen sehen. Obwohl der Anbieter in dem Fall eigentlich das Richtige getan hat, genauso wie die Verantwortlichen in den Versicherungshäusern das Richtige tun in der Kapitalanlage und auch die verantwortlichen Pensionskassen sich durchaus richtig verhalten im Rahmen des aufsichtlichen Reglements, sehen wir doch, dass es natürlich langfristig zum Nachteil am Ende des Tages des Versicherten oder des Anlegers sich niederschlägt. Also wir haben hier ein Gegeneinanderwirken teilweise von aufsichtsrechtlichen Vorstellungen, von gesetzlich geforderten Garantien in verschiedenen Systemen, teilweise auch von Garantien, die Anleger aus emotionaler Sicht gerne wählen, weil es natürlich immer gut, wenn man sagt, sie partizipieren am Aktienmarkt, aber sie haben keine Chance, dass sie Geld verlieren. Na, zum einen muss man sagen, wenn sie in 30 Jahren ihr eingezahltes Kapital zurückbekommen, dann haben sie natürlich einen Verlust, weil wir hatten ja eine gewisse Inflationsrate. Also in Sachen Kaufkraft haben sie natürlich Geld verloren. Und noch dazu werden die Anbieter durch die Wünsche der Anleger und auch durch die Vorgaben von gesetzlicher und auch regulatorischer Seite in Systeme gezwungen, die langfristig nicht gut für die Renditeerwartungen der Anleger sind. Also es wird immer mal wieder diskutiert in der Politik, ob man das lockert und es bleibt zu hoffen im Sinne des Anlegers, dass perspektivisch jeder Anleger selbst entscheiden kann, ob und inwieweit er bei einer betrieblichen Altersvorsorge, bei einer Riester-Rente hier entsprechend auf Garantien zurückgreifen will oder nicht. Deswegen dieses Thema niedrige Zinsen betrifft jedes Segment des Kapitalmarktes, da jeder von Ihnen am Kapitalmarkt investiert ist, über sein Bankkonto, über seine betriebliche oder privaten Versicherungen, über Investmentfonds, Zertifikat, muss wirklich alles entsprechend hier auf den Prüfstand. Also das sollte der Appell an dieser Stelle hier sein. Unser Angebot, wie in jedem Kapitalmarktdialog natürlich, gehen Sie in der Ausgangssituation erstmal von sich persönlich aus. Marktmeinungen sind immer das eine, Marktinformationen sind natürlich auch wichtig, aber grundsätzlich kann der Ausgangspunkt natürlich nur in Ihrer persönlichen Situation liegen. Und etwas, was man auf wissenschaftlicher Basis messen kann, das ist die finanzielle Risikobereitschaft. Der Weltmarktführer kommt aus Australien, aber sind auch in Deutschland verfügbar und auch netterweise auch auf Deutsch, also muss die Frage nicht auf Englisch beantworten. Und man kann nach 25 Fragen, kann man sich schon mal anschauen, okay, wie ist eigentlich meine Risikobereitschaft? Und das können Sie bei uns anfordern. Schicken Sie uns einfach eine Mail an info@ypos-fp.de, Stichwort Risiko, dann erhalten Sie von uns die Zugangsdaten zu diesem Fragebogen. Das ist für Sie vollkommen unverbindlich und natürlich auch kostenfrei. Das Ergebnis kriegen Sie direkt auch als PDF. Im zweiten Schritt bekommen Sie von uns die Möglichkeit, dass man Ihr jetziges Depot mit Ihrer finanziellen Risikobereitschaft abgleicht. Also, dass man sich die Risikobereitschaft anschaut, die Sie haben, mit Ihrer aktuellen Anlagestrategie. Und ich glaube in vielen Fällen, dass wir momentan Anlagestrukturen haben, aufgrund der Wertentwicklung in den letzten 7 bis 8 Jahren, die deutlich über dem liegen, was der Anleger eigentlich verkraften kann. Weil die Aktien sind gestiegen, Anleihen sind gestiegen, ich habe Ihnen das ja entsprechend gezeigt. Gleichzeitig sind Sie als Anleger heute auch 8 Jahre älter oder 7 Jahre älter als zu den Tiefskursen. Das heißt, wenn Sie Geld für den Ruhestand anlegen, dann haben Sie jetzt wahrscheinlich eine höhere Aktienquote mit einem geringeren Grad der Risikostreuung, wie ich Ihnen vorhin auf Basis der Indexdaten gezeigt habe. Gleichzeitig haben Sie weniger Risikostreuungseffekt durch die Anleihen, die Sie im Portfolio haben. Und Sie haben noch weniger Anlagehorizont, weil Sie sind ja 7 bis 8 Jahre älter geworden. Deswegen nutzen Sie die aktuelle Situation, bevor Sie sich über den Aktienmarkt Gedanken machen und darüber philosophieren, ob der Markt steigt oder fällt, beschäftigen Sie sich mal mit diesem Thema Risikoprofil. Wie gesagt, das kann man sich dann entsprechend anschauen und hier ist das Stichwort Realitätscheck und das ist auch etwas, was wir hier kostenfrei vornehmen. Warum tun wir das? Weil wir Ihnen die Möglichkeit geben, mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie wir arbeiten, wie wir mit Anlegern auch hier interagieren und da wir keine Werbung machen und keine Plakate und Radiowerbung oder irgendwas schalten, wo sowieso nur etwas draufsteht, was Sie von Banken und Vermögensfall dann oft gehört haben, aber was selten erfüllt wurde, verwenden wir lieber unsere Zeit darüber, dass wir
Ihnen eben hier die Möglichkeit bieten, ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, wie wir arbeiten. Das kostet natürlich bei uns intern Geld, aber das verbuchen wir unter Marketingbudget. Und wenn es Ihnen gefällt, haben Sie am Schluss die Möglichkeit, hier das Thema Zusammenarbeit zu definieren. Aber der Kernpunkt ist wirklich, werden Sie an dieser Stelle insgesamt aktiv. Ich hoffe, ich konnte Ihnen das eine oder andere Problemfeld an der jetzigen Stelle skizzieren. Und es wäre wirklich unglücklich, wenn man in 2, 3 Jahren feststellt, dass man sagt, man hat gesehen, dass der Gleichlauf von Aktien und Anleihen hoch ist. Man hat gesehen, dass in Aktiensektoren das Risiko steigt, dass besonders beliebte Sektoren im Aktienmarkt doch zu teuer geworden sind. Und man sieht natürlich auch, dass Aktienindizes prozyklisch sind. Zum Beispiel wird der Immobiliensektor, der bisher nicht als eigener Sektor vertreten war in Immobilienindizes, der bekommt jetzt sein eigenes Segment im Segment der Immobilienaktien. Ja, warum bekommt er das jetzt? Na, weil die Immobilienaktien überdurchschnittlich gut gelaufen sind. Und weil sie überdurchschnittlich gut gelaufen sind, ist die Marktkapitalisierung höher. Deswegen ist der Anteil an Immobilienaktien am Gesamtmarkt gestiegen. Er ist also wichtiger. Also findet er einen stärkeren Niederschlag. Also sprich, sobald etwas stärker gestiegen ist, stärkere Berücksichtigung in den Indizes. Und diese Indizes kaufen Sie natürlich über Indexfonds. Und diese Indizes sind auch wieder die relevante Vergleichsmaßstäbe für Ihren aktiven Aktienfonds. Und deswegen ist das ein extrem wichtiges Thema, was man sich zum jetzigen Zeitpunkt hier anschauen sollte. Genau, und man soll das Ganze natürlich regelmäßig überprüfen. So, meine Damen und Herren, an dieser Stelle bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich werde jetzt die Aufnahme beenden und im Nachgang gehen wir dann noch hier auf die entsprechenden Fragen von Ihnen ein. Und ansonsten darf ich Ihnen erstmal allen natürlich vielen Dank für die Aufmerksamkeit wünschen, vor allem auch einen schönen Abend und freue mich jetzt auf die gemütliche Fragerunde. Und wer jetzt schon in den Biergarten geht, dem wünsche ich natürlich einen schönen Abend.